Hoffnung für Palästina? Fragezeichen. Die palästinensische Zivilgesellschaft im alltäglichen Kampf gegen den doppelten Lockdown. Mit diesem Titel war der Vortrag vor längerer Zeit geplant worden. Inzwischen ist Krieg in Gaza und es gibt große Unruhen in vielen Städten Israels und in den besetzten Gebieten des Westjordanlandes. Mitri Raheb ist in Bethlehem geboren. Er ist ein arabischer Christ und er war lange Jahre Pastor einer evangelisch-lutherischen Kirche, der Weihnachtskirche in Bethlehem. Von dort aus wurde er in höhere Ämter berufen, 2011 bis 2016 als Präsident der Synode der evangelisch-lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land. Übrigens, Mitri Raheb hat an der Philipps-Universität in Marburg Theologie studiert und dort auch promoviert. Vor allem aber ist Mitri Raheb Gründer und Präsident des heute sehr groß gewordenen internationalen Begegnungszentrums Dar al-Kalima College of Arts and Culture in Bethlehem, das eine Hochschule allgemeinbildender Abteilung und auch außerschulische Einrichtungen umfasst. Mitri Raheb, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute virtuell bei uns in Bremen zu sein. Wir danken dir, du hast das Wort. Guten Abend an allen und vielen Dank an die Mitveranstalter. Ich finde es toll, dass heute jetzt 216 Leute schon da sind. Das ist eine wirklich gute Zahl. Es freut mich, dass ich da viele bekannte Gesichter und Freunde auch sehe. Das Thema hatten wir vor etwa 2 Monaten festgelegt und da wollten wir über die Pandemie, die Wahlen, die zivile Gesellschaft und die Hochschule reden. Aber ich nehme mir heute die Freiheit, das Thema etwas zu ändern aufgrund der aktuellen Lage. Aber das Thema bleibt das gleiche, ich würde es nur etwas Kleines dran ändern. Das Thema hieß Hoffnung für Palästina, eine Fragezeichen. Ich würde es so ändern, dass es heißt jetzt Hoffnung für Palästina, Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Wenn man die Entwicklungen der letzten 5 Jahre betrachtet, kann man eigentlich nicht sehr viel Hoffnung haben. Ich denke da an die Trump-Ära, wo er die Botschaft der USA nach Jerusalem verlegt hatte, Jerusalem als die Hauptstadt Israel anerkannt hat und vor allem diese christlich-zionistische Bewegung eine große Rolle gespielt hat. Dazu natürlich kamen auch die Golfstaaten, ob Abu Dhabi oder Marokko oder Sudan, die sozusagen ihre Beziehung zu Israel normalisiert hatten. Und alle dachten, das ist eben eigentlich geschehen auf Kosten der Palästinenser. Dazu natürlich galt auch eine veraltete Führung in Palästina, also auf allen Ebenen. Ich bin ja Mitglied im Nationalrat und als ich das erste Mal dort war, also am Anfang dachte ich, also ich bin so in einem Altersheim gelandet. Das hat natürlich auch sehr viele Leute gestört. Auf der anderen Seite natürlich war Netanyahu, der saß fest im Sattel und man konnte ihn nicht loswerden. Auch jetzt kann man ihn irgendwie nicht loswerden. Und ich denke, was diese Konstellation angeht, in Palästina und in Israel, ich glaube, dass die Devise war, am besten jetzt nichts tun und abwarten. Natürlich, während wir alle abgewartet haben, hat die Siedlungsbewegung
noch mehr Land an sich gerissen, mehr Siedlungen gebaut und mehr Land enteignet. Und noch dazu kam natürlich die Pandemie, die uns sehr stark erwischt hatte. Bethlehem, es hat in Bethlehem angefangen. Natürlich hat die Wirtschaft in Bethlehem fast renoviert, weil Bethlehem natürlich hängt vom Tourismus ab. Und es sind jetzt seit einem Jahr keine Touristen gekommen und wahrscheinlich noch für ein oder zwei weitere Jahre werden keine Touristen kommen. Und natürlich die gesundheitlichen Auswirkungen. Und man konnte auch diese Pandemie-Apartheid merken, dass die Israelis über 70% ihrer Bevölkerung schon geimpft hatten und Palästina blieb eine ganze Zeit ohne Impfung. Im Moment sagt man, vielleicht sind etwa 15%, 12 bis 15% der Palästinenser, also eigentlich so ähnlich wie Deutschland, geimpft, sind alle über 60, die sich impfen wollen, sind schon geimpft. Also wenn man diese Entwicklungen der letzten 5 Jahre betrachtet, kann man eigentlich schlecht Hoffnung haben. Und dennoch möchte ich hinter der Fragezeichen ein Ausrufungszeichen setzen. Da kann man sagen, kann man jetzt so ein Ausrufungszeichen setzen, wo Gaza jetzt dem Erdboden gleichgemacht wird? Das ist natürlich eine wirkliche und eine wichtige Frage. Ich bin eigentlich jeden Tag mit den Menschen in Gaza in Verbindung am Telefon, denn wir haben ja vor 2 Jahren dort ein Zweig unserer Hochschule gegründet, ein Haus gemietet, renoviert. Wir haben 3 Mitarbeiter festangestellt, wir haben mehrere Lehrer, die Teilzeit angestellt sind. Und wir haben bis jetzt über 200 Studenten dort, in der die Kunst, Fotografie, Videografie und so weiter machen. Und natürlich die Berichte, die ich von Gaza jeden Tag höre, sind empörend. Es ist nicht nur natürlich, dass Hochhäuser, die Sie ja gesehen haben, jetzt über 6 schon zerstört worden sind, aber auch die Infrastruktur, Straßen wurden bewusst angegriffen, Wasserleitungen, Abwasserleitung, Elektrizität. 75% der Elektrizität in Gaza jetzt liegt still eigentlich. Die meisten Menschen leben jetzt nur von den kleinen Solaranlagen, die sie haben. Und Elektrizität haben sie meistens nur 4 Stunden am Tag. Wenn ich mit unseren, also gerade gestern vielleicht haben Sie im Fernsehen gesehen, da hat Israel zum Beispiel 3 Häuser zerstört, die so nebeneinander saßen. Zufällig, der Sohn dieser Familie war vor 3 Jahren im Bundestag als Volontär, gleichzeitig mit meiner Tochter. Er lebt in Deutschland, aber jetzt seine ganze Familie eigentlich sind ermordet unter diesen Schütten. Vor allem aber eigentlich Frauen und Kinder. Einer unserer Lehrer, der lebte in einer dieser Hochhäuser, hat Anruf bekommen, er musste in 5 Minuten seine Wohnung, also innerhalb von 5 Minuten seine Wohnung verlassen, weil das Hochhaus wird in die Luft gesprengt. Natürlich muss man sich fragen, wenn man verheiratet ist, 4 Kinder hat, was kann man in 5 Minuten tun? Was muss man mitnehmen? Sie haben auch mitbekommen, wie das auch, wie Israel das Hochhaus mit den Nachrichtenagenturen und Fernsehstationen zerstört hat.
da ist auch ein Freund von mir, der arbeitet dort. Auch innerhalb von 10 Minuten mussten sie alles verlassen. Natürlich, das heißt auch, alle Aufnahmen von vielen, vielen Jahren aus Gaza sind meiner Meinung nach bewusst zerstört worden von Israel. Also wenn man das alles sieht, über 200 Menschen ermordet etc., fragt man sich, kann man Hoffnung haben? Und ich meine, man kann Hoffnung haben und ich möchte das kurz erklären. Ich denke, es war gut, dass wir im Untertitel das Wort zivile Gesellschaft hatten. Und ich finde, dass die zivile Gesellschaft eigentlich viel Hoffnung mitbringt. Und ich sage, warum? Erstens, eigentlich, als es hieß, es soll Wahlen in Palästina geben, auch wenn diese Wahlen jetzt plötzlich nicht stattgefunden hatten, die Tatsache, dass 35 Listen sich registrieren ließen und dass eigentlich 95% der Bevölkerung sich für die Wahl registrieren ließen, gerade vielen jungen Leute, das gibt mir Hoffnung eigentlich, dass die jungen Leute wirklich eine Änderung wollen. Die wollen eine Stimme haben. Natürlich, man muss sich überlegen, dass etwa also die Hälfte der jungen Menschen nie in ihrem Leben gewählt hatten bis jetzt. Weil die letzten Wahlen waren ja vor 15 Jahren. Jeder, der damals nicht 18 war, konnte nicht wählen. Und da muss man also rechnen, wie viele junge Menschen bis jetzt gar nicht stimmen. Und keine Stimme zu haben, ist ein Problem. Dass sich aber viele registrieren ließen, finde ich eigentlich ein Zeichen der Hoffnung. Und eigentlich die Protestbewegung, als Präsident Abbas die Wahlen verschoben hatte, waren eigentlich deutlich zu hören. Vielleicht niemals sah ich so viele kritische Stimmen wie jetzt gerade in den letzten Monaten. Das sehe ich eigentlich auch als Zeichen der Hoffnung, dass die jungen Leute doch eigentlich ein Wort und mitreden wollen. Aber zweitens, es machte mir Hoffnung, dass zwei Menschenrechtsorganisationen in den letzten 6 Monaten, das letzte gerade vor ein paar Wochen, also B'Tselem, eine jüdische Menschenrechtsorganisation auf der einen Seite und Human Rights Watch, eine internationale Menschenrechtsorganisation auf der anderen Seite, jetzt klar und deutlich gesagt haben, dass auf beiden Seiten der grünen Grenze, das ist wichtig, also nicht auf der Westbank und nicht in Gaza, sondern auf beiden Seiten der grünen Grenze herrscht schon Apartheid. Natürlich, viele jüdische Politiker haben in den letzten Jahren davon gewarnt, dass Israel sich Richtung Apartheid bewegt. Aber dass wir jetzt schon eine Apartheid-Situation haben, und zwar auf beiden Seiten der grünen Grenze, das ist, denke ich, das sind deutliche Worte. Also ich finde, das ist eigentlich ein Zeichen der Hoffnung, dass auch jüdische Menschenrechtsorganisationen das klar und deutlich sagen. Auch wenn deutsche Politiker sich das nicht trauen, das ist für mich nicht das Wichtigste. Ich denke, das Wichtigste ist jetzt, das steht jetzt schwarz auf weiß, das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Es sei denn, es ändert sich die Lage total. Aber auch ein anderes Zeichen der Hoffnung finde ich in der Wissenschaft. Wie gesagt wurde, ich jetzt in der Pandemie habe ich viel lesen können und auch einige Bücher schreiben können. Und das ist schon erstaunlich, wie viele Wissenschaftler, ich rede jetzt von Professoren an vielen Universitäten weltweit, nicht in Palästina, weltweit, bezeichnen die Lage in Israel und Palästina nicht als Besatzung. Sie sagen Besatzung eigentlich,
drückt nicht aus, was hier herrscht, sondern als Siedlerkolonialismus. Das ist natürlich, Siedlerkolonialismus ist eine Wissenschaft für sich. Da gibt es sehr viel, was darüber geschrieben wurde. Vor allem aber, man hat darüber im Blick auf Nordamerika, Australien und zum Teil Südafrika geschrieben. Jetzt aber in den letzten 10 Jahren mehr und mehr Bücher von diesen Wissenschaftlern reden über Israel als Siedlerkolonialismus. Der Siedlerkolonialismus unterscheidet sich von dem Normalkolonialismus oder Neokolonialismus in dem Sinne, dass Siedlerkolonialismus, also Siedlerkolonialherrscher, kommen zu einem Land eigentlich nicht, um nur die Leute zu besetzen und dann abzuhauen, sondern um dort zu bleiben. Das ist ein wichtiger Unterschied. Zweitens, die Siedlerkolonialmächte möchten eigentlich und immer die einheimische Bevölkerung entweder verdrängen, und das ist der Fall in Palästina, oder ganz und gar ersetzen. Also dass es sie nicht mehr gibt, wenn es geht. Drittens, beim Siedlerkolonialismus spielt Ideologie und eigentlich fast in allen Bereichen die Bibel eine Rolle. Das heißt, dieser Siedlerkolonialismus wird biblisch begründet. Und das Letzte, um diesen Siedlerkolonialherrschaftsstruktur zu erhalten, baut man eine Polizeistaat, die Einheimischen unterdrückt. Das ist eigentlich eine neue Entwicklung. Das heißt, man vergleicht, was jetzt in Palästina geschieht, mit dem, was in Nordamerika im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert geschehen ist oder in Australien und so weiter. Viertens, was in den USA im letzten Jahr mit George Floyd geschehen ist, hat das Thema Rassismus wieder im Mittelpunkt gestellt. Also das Bild von George Floyd, was auf alle Fernseher zu sehen war, ist eigentlich ein Alltagserlebnis für viele junge Menschen in Palästina, gerade vor allem in Jerusalem. Und das heißt, das Thema wird jetzt mehr und mehr eine Rolle spielen. Und ich finde es sehr wichtig, dass gerade auch jetzt sehr viele schwarze Amerikaner deutliche Worte mit Palästinensern auch sich solidarisieren. Ein weiteres Hoffnungszeichen ist, was jetzt in den letzten Wochen in Sheikh Jarrah geschehen ist. Ich war vorgestern im Sheikh Jarrah, haben wir einige Pfarrer, die Familien dort besucht. Natürlich erstmal mussten wir eine Genehmigung bekommen. Also wir sind dort gegangen, da waren die israelischen Soldaten. Es hieß, nein, keiner darf rein, es sei denn, man lebt drin. Natürlich jüdische Siedler, die gegenüber leben, die können da rein und raus, wie sie wollen, aber die Palästinenser, nochmal, Apartheid, ganz klar. Was ich sehr interessant mit Sheikh Jarrah gefunden habe, ist diese Hashtag. Also plötzlich war der ganze Facebook, die ganze sozialen Netze mit Save, also rettet Sheikh Jarrah zu sehen. Also Leute, die Palästina-Fans sind, aber auch Leute, die Palästina nicht so sehr kennen. Aber plötzlich war nochmal die sozialen Medien haben eine Solidarität erklärt, die Politiker so von sich haben nicht geben können. Und das Gleiche gilt auch für Jerusalem.
als in Ost-Jerusalem die israelischen Soldaten Al-Aqsa-Moschee umzingelt haben und jungen Menschen nicht erlaubt haben, zum Gebet zu gehen während der Ramadan-Monat, stürmten Tausende von jungen Menschen und haben dort Tag und Nacht verbracht. Ich kann das von unseren Studenten sehen. Also ein Student, Anas, von dem habe ich auch erzählt, habe ich gepostet auf Facebook und Twitter und so. Anas, ein junger Mann, der ist eigentlich überhaupt nicht religiös, ist ein muslimischer Palästinenser, aber er hat nie im Leben eigentlich so richtig gebetet. Aber plötzlich, als es hieß, dass Al-Aqsa ist in Gefahr und dass man verbietet den jungen Leuten, zu Al-Aqsa zu gehen während Ramadan, gerade auch in dieser wichtigen Nacht, was man Al-Qadr nennt, da ist er einfach hingegangen. Als er sah, die Straße war total zu blockiert, hat er versucht, über Mauern zu klettern, um in die Moschee zu gelangen. Dann natürlich auf der anderen Seite innerhalb der Mauern von Al-Aqsa waren schon israelische Soldaten, haben auf ihn gewartet, haben ihn eigentlich festgenommen, in Gefängnis gesteckt. Und am nächsten Tag musste er 5000 Shekel Kaution zahlen, um überhaupt rauskommen zu können. Das gleiche ist ja mit einer anderen Studentin, deren Vater sitzt schon in israelischen Gefängnissen seit 18 Jahren. Also seit der zweiten Intifada. Die ist groß geworden, ohne ihr Vater daneben zu haben. Sie war schon weniger als 2 Jahre alt, als ihr Vater in Gefängnis gesteckt wurde, als politische Gefangene natürlich. Und ich habe gesehen, wie Fairuz, in dem Fall heißt diese Studentin, wie Fairuz wirklich jeden Tag ging Richtung diese Siedlung Bethel, wo das israelische Militärhauptquartier ist, um dort zu demonstrieren. Die wurde auch festgenommen und nach 24 Stunden mit Kaution wieder frei. Oder ich denke an Saleh. Saleh ist ein anderer Student bei uns. Er studiert Film. Er ist ein religiöser Muslim. Und er hat als seine Aufgabe von sich aus gesehen, zu Al-Aqsa zu gehen, dort die ganze Zeit zu bleiben und mit seinem Kamera eigentlich aufzunehmen, was dort geschieht. Er hat aufgenommen, wie die israelischen Soldaten in die Moschee hinein, nicht nur auf der Plaza, sondern innerhalb der Moschee und wie sie dort geschossen haben, hat alles aufgenommen und hat alles eigentlich live immer sozusagen vermittelt. Das sah er als seine Aufgabe des kreativen Widerstands. Hier wurde mir eigentlich klar, welche Rolle Kunst und Kultur spielen kann, um ein kreativer Widerstand zu leisten, der eigentlich nicht unbedingt Gewalt nutzt, sondern er benutzt diese kreativen Formen, die für die jungen Leute auch sehr ansprechbar sind. Aber ich denke da auch an die bekannten Sänger, die jetzt in den Tagen, oder Fußballspieler, sehr bekannt, oder Filmmacher weltweit, die in den Tagen durch Fußball, durch Kunst, durch Filme ihre Solidarität mit Palästina gezeigt haben. Das hat mir nochmal gezeigt, eigentlich wie wichtig unsere Arbeit als eine Hochschule für Kunst und Kultur, um wirklich eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen, aber auch um den jungen Leuten ein Mittel zu geben, um sich zu Wort zu melden, einen Beitrag zu leisten, Widerstandbeitrag, aber auch ein Beitrag zur sozialen Transformation und Gerechtigkeit und Frieden.
Aber ich habe Hoffnung auch, gerade in dieser letzten Woche. Die Bilder von Gaza haben die Palästinenser weltweit nochmal vereint. Über 70 Jahre hat Israel eigentlich das palästinensische Volk fragmentiert. Es hieß, ja, das sind Gaza-Palästinenser, die haben eine bestimmte Rechtsstellung. Und dort sind die Palästinenser in der grünen Linie. Und hier sind die Westbank-Palästinenser und dann die Jerusalemer Palästinenser. Und dann die in den arabischen Staaten und die in der Diaspora. Was diese Woche geschehen ist eigentlich, ist, dass die Palästinenser weltweit zum ersten Mal so vereint waren wie noch nie. Sogar die Palästinenser innerhalb von Israel haben sich zu Wort gemeldet. Nochmal, das alles hängt mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Diese Menschenrechtsberichte über Apartheid haben eigentlich die Palästinenser innerhalb von Israel bestätigt. Das, was sie jetzt über 70 Jahre erlebt haben, ist Apartheid. Und das heißt, ihre Situation zwar ist etwas anders von der in Gaza, aber letzten Endes, wir sitzen alle in der gleichen Klemme von einem Siedlerkolonialismus, der das Land von den Palästinensern innerhalb von Israel schon weggenommen hat. Und also die können die Städte und Dörfer nicht wachsen, während die israelischen Dörfer und Städte wachsen und wie Pilze aus dem Boden. Und das Gleiche eigentlich in der Westbank. Und das heißt, plötzlich, unerwartet, war Palästina wieder im Mittelpunkt der Politik. Es hat sich nicht bewahrheitet, dass Palästina eine Randgruppierung ist. Man konnte sehen, wie viele Hunderttausenden von Menschen, ob in Sudan oder in Irak oder also in Jordanien oder in Lebanon, plötzlich sagen, was in Palästina geschieht, geht uns an und das darf so nicht weitergehen. Das Gleiche galt auch weltweit. Ich habe gesehen, was in Deutschland alles los war. Vergessen wir, was die deutschen Politiker jetzt über einige so Randgruppierungen gesagt haben. Aber wenn man das Großbild sieht, die Solidarität war eigentlich klar zu sehen. Natürlich, leider, der Preis war sehr hoch. Die Zerstörung Gaza mit ihrer Infrastruktur und das Leben von vielen Menschen. Das Dumme, was wir so immer wieder merken, wenn es um Palästina geht. Die Politiker kommen zu uns und sagen, ja, wir müssen Ruhe haben. Wenn Ruhe herrscht, dann können wir über Frieden verhandeln. Nur immer, wenn es Ruhe ist, Israel denkt, es gibt Ruhe, warum sollen wir uns da irgendwie bewegen? Und auch die internationalen Politiker denken, naja, es ist ruhig, es eilt nicht. Das heißt leider, es muss krachen, dass die Politiker sich bewegen. Und das hat leider jetzt nochmal Gaza so deutlich gemacht. Und deshalb, um zum Schluss zu kommen langsam, ich denke, wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel. Das ist vielleicht das wichtigste Wort, was ich im Mittelpunkt von heute Abend, ein Paradigmenwechsel. Was in Palästina geschieht, ist kein Konflikt. Konflikt ist das schlechte und nicht richtige Wort. Es ist kein Konflikt zwischen zwei Menschen, sondern es ist eine Situation der Apartheid, der kolonialen, der Siedlerkolonialismus, wie Wissenschaftler es sagen. Und es geht
nicht mehr, dass irgendwie ein Friedensprozess gemacht wird, wie es in den letzten 25 Jahren der Fall war. Das wird nicht funktionieren, das hat nicht funktioniert. Zwar klar, Israel hat die Geografie unter deren Fittichen genommen, konnte aber die Demografie nicht besiegen und den Widerstand nicht stilllegen. Ich meine, der letzte Krieg in Gaza war vor 7 Jahren. Damals Israel hat gesagt, jetzt haben wir für Ruhe gesorgt, wir haben alles zerstört, was wir zerstören konnten. Jetzt sagen sie das Gleiche. Das heißt, ohne eine politische Lösung werden wir nicht in 7 Jahren, sondern wahrscheinlich in 5 Jahren eine weitere Eskalation erleben wie heute, die wahrscheinlich noch viel gravierender sein wird, als es jetzt ist. Israel mag militärisch gewinnen, das zweifelt kein Mensch, aber auch der Preis auf lange Sicht wird nicht wenig sein, weil ich merke, immer wenn jetzt die jüdischen Politiker hören Apartheid, natürlich die werden unruhig. Die werden mehr und mehr und mehr und mehr unruhig mit der Zeit, bis man dahin kommt, dass man sich nicht mehr also im Spiegel sehen kann. Das ist, denke ich, das Ziel der kreativen Widerstand. Das Ziel der kreativen Widerstand ist, dass sozusagen der Besatzer merkt, wie sein Gesicht total schon durch sein eigenen Militär schon verzerrt ist. Also ein Paradigmenwechsel ist schon da. Natürlich, es wird noch einiges an Zeit dauern, bis das überall ankommt. Es wird wahrscheinlich ganz zuletzt bei den deutschen Politikern ankommen. Deshalb bitte nehmt die deutschen Politiker nicht als der Maßstab. Deutschland ist nicht das Maßstab aller Dinge, sondern ich reise durch die ganze Welt und ich sehe, wie eigentlich der Diskurs sich ändert. Langsam, aber beständig. Und deshalb denke ich, wir sind jetzt bei diesem Paradigmenwechsel. Vielleicht zum Schluss ein paar Worte zu, wie steht dann unsere Arbeit mit dem in Zusammenhang. Leute, die unsere Arbeit, und viele von Ihnen haben unsere Arbeit ja begleitet, jetzt über Jahre hinweg, bei uns stand immer das Thema Hoffnung im Mittelpunkt. Wir haben aber Hoffnung immer so definiert, nicht, dass Hoffnung mit Optimismus zu vergleichen wäre. Also wir haben nie gesagt, morgen wird es besser werden. Ich kann mich noch daran erinnern, vor 20, 30 Jahren habe ich gesagt, leider, die Situation bei uns ist kein 100 Meter Sprint, sondern das ist eigentlich ein Marathon. Und beim Marathon muss man lernen, wie man atmet. Wenn man das nicht lernt, kann man eigentlich zugrunde gehen. Und für mich, Kunst und Kultur Kultur ist die Kunst zu atmen in diesem langen Marathon. Und das war wichtig. Aber eben Hoffnung, eben kein Optimismus, sondern Hoffnung eher mit den Worten, was man immer, man sagt, stammt von Luther, wahrscheinlich stammt es nicht von ihm, aber spielt keine Rolle, auch wenn die Welt morgen untergeht. Wir gehen in den Garten hinaus und pflanzen einen Olivenbaum. Auch wenn ein Olivenbaum viel länger Zeit braucht als ein Apfelbaum. Aber es gilt heute, gerade in solchen Situationen, aktiv zu werden, also nicht abzuwarten. Ich kenne viele Palästinenser um uns herum, die immer da warten, bis Obama kommt und dann bis Biden kommt und bis, ich weiß nicht, das und das und das. Nein, wir sind berufen, Akteure
zu sein. Und wir haben die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken. Wir müssen aber die jungen Leute eigentlich bemächtigen, dass sie zu Akteuren werden, dass sie nicht den Eindruck haben, es ist alles schon verloren. Nein, es ist alles nicht verloren. Deshalb habe ich diese Ausrufungszeichen hinter der Fragezeichen, weil das ist eigentlich ein ganz wichtiger Merkmal unserer Arbeit. Aber zweitens, wir haben eben Kunst und Kultur als die Instrumente zur sozialen Transformation bewusst genommen, weil wir denken, die Rhetorik ist schon besetzt. Man kann nicht mehr sehr viel Neues sagen. Wenn ich immer diese ganze Blablabla-Reden höre von Politikern, ich kann es nicht mehr hören. Weil das sind nur so Formeln, die überhaupt keinen Inhalt haben. Kunst, Musik, Theater, Filme können neu Sachen zur Sprache bringen, auf eine neue Weise. Als Beispiel, vielleicht haben Sie gehört, in dem letzten Monat ein ganz wichtiger kurzer Film hieß The Present, das Geschenk. Habt ihr vielleicht gehört, der ist schon auf Netflix, wurde also gekrönt mit vielen europäischen Preise, war auch also nominiert für den Oscar und so weiter. Ein einfacher Film redet von der Situation am Checkpoint, hat Hunderttausenden von Menschen nochmal das Palästina-Problem ans Herz gelegt. In diesem Film haben drei unserer Studenten mitgearbeitet. Aber Kunst und Kultur sind auch wichtig, gerade jetzt. Wir haben heute eine Sitzung gehabt wegen Gaza. Wir hoffen natürlich auf eine sofortige Feuerpause und ein Ende dieser Raketen und Airstrikes. Aber am nächsten Tag die vielen traumatisierten Kinder und Mütter. Kunsttherapie wird ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit jetzt in der nächsten Zeit auch in Gaza sein. Da sieht man auch gerade in Zeiten von Konflikt, spielt Kunst eigentlich eine wichtige Rolle. Viele Leute in Deutschland manchmal haben mir gesagt, Kunst ist so eigentlich ein Luxus. Ist überhaupt kein Luxus, ist eine ganz, ganz wichtige Notwendigkeit. Aber zum Schluss, und das ist mein letzter Satz, Kunst und Kultur hat mit Identität was zu tun. Und die Frage ist, was für eine Identität wollen wir als Palästinenser jetzt und in der Zukunft haben? Das wird nicht von allein kommen. Daran muss man selbst basteln. Das ist eine weltoffene Identität, eine positive Identität, eine Identität, die nicht nur sich über den Feind definiert, sondern die selbst von innen hinaus ihre eigene Definition entwickelt. Das sehe ich als eine ganz wichtige Aufgabe, die wir haben. Ob wir in Kriegssituationen leben, aber hoffentlich auch in Friedenssituationen. Das ist eigentlich meine Lebensaufgabe geworden. Ohne diese Lebensaufgabe würde ich wahrscheinlich verrückt werden, weil die Situation hier kann einem sehr einfach und sehr schnell verrückt werden. Gott sei Dank, ich habe was zu tun, eine wichtige Aufgabe. Und ich sehe, wie unsere jungen Leute nicht nur zum Blühen kommen, sondern die werden zu zivilgesellschaftlichen Akteuren, die auch wirklich hoffentlich ihre Zukunft auch selbst besser gestalten können, als uns das gelungen ist. Vielen Dank.